So, und da sind wir wieder. Schweinebärmann kommt nicht rüber. Also, Monkey, trägt man das jetzt so? Oh Mann. Naja, ich meine ja nur, das ist ein krasses Styling. Was ist denn jetzt mit ihm? Also, wenn das die Hand von einem Titan ist. What the fuck? Das sieht so nach Kampfarena schon wieder aus. Also, hier wäre die Energiezelle. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Also soll ich sie holen, ja? Okay. Na, was kommt jetzt? Oh, eins noch, Monkey. Was? Pass auf das Rhino auf. Das Rhino? Scheiße, was zum Teufel ist das? Pixie, warum zur Hölle hast du das gemacht? Bring dich ab! Ich will es nur erschrecken. Ich helfe ihm schon, keine Bange. Wenn ich hier jemals lebend rauskomme, mache ich Schicken aus dir, Pixie. Okay, das lief nicht so gut. Die Klappe, du Fettsack! Nein, Monkey! Im Ernst! Schieß auf die Bomben, wenn der Mac nah genug dran ist! Okay, okay. Aber nur damit du es weißt, damit sind wir noch lange nicht quitt! Fantastisch, Monkey! Mehr hast du nicht drauf! Eieiei. Monkey! Die Bomben sind nicht stark genug! Wie? Wir brauchen was Größeres! Wo soll ich jetzt was Größeres herkriegen? Monkey, bring es dazu, den Brenner anzugreifen! Ah, Kacke.
Nein! Interessanter Bosskampf auf jeden Fall. Oh, das sieht aber nicht sonderlich stabil aus. Ich wusste doch, dass das Schwein gut weiß, dass da ein Gegner war. Nicht schon wieder sowas. Und das junge Mädchen gegen die mächtigen Sklavenhändler. Ein tolles Team. Meiner Berechnung nach haben wir 1200 Meilen zurückgelegt. Hoffentlich sind wir bald da. Sie verlieren an Höhe. Sieht aus, als wollten sie landen. Hey, Pixie, wir haben wieder unten keine Security. Unbekanntes Flugobjekt. Warum nähern Sie sich unserem Luftraum?
Wir haben keine Landekurs für Ihr Schiff. Unbekanntes Objekt, hören Sie mich? Antworten. Ja, ich höre. Unbekanntes Objekt, warum sind Sie im Landeamt? Wir hatten Schwierigkeiten. Ein paar Turbulenzen. Turbulenzen? Ja, Sir. Es wurden keine Turbulenzen gemeldet. Allerdings wurden Schrottschiffe von einem unbekannten Objekt verfolgt, dessen Beschreibung auf Sie passt. Wirklich? Also, wie seltsam. Davon habe ich wirklich nichts gehört. Unbekanntes Objekt, übermitteln Sie die Landecodes. Landecodes? Ja, übermitteln Sie Ihre Landecodes. Oder wir gehen davon aus, dass Sie Feinde sind und eröffnen das Feuer. Verstanden. Moment. Willst du mir jetzt sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Und meine Landecodes sind, eins. Eins? Ja. Eins was? Zwei. Ich glaube, es klappt. Und, kommst du? Nein! Das ist kuschelig. Ja. Sieht so aus, als wäre ich diesmal ganz dicht am Geschehen. Was? Könntest du deine Hand woanders hinlegen? Ich wüsste nicht wie. Also deine Hand liegt auf meinem Gemächt. Oha. Sind wir jetzt im Staudamm, oder? Das tut weh. Hey, Pixie, bist du dir ganz sicher, dass dieser Leviathan hier ist? Oh, ja, der ist hier. Wartet's nur ab. Das wird ganz fantastisch. Er ist hier. Irgendwo. Also, der Typ von der Flugabwehr klang ja tatsächlich menschlich, aber könnte natürlich auch wieder so ein Sklave gewesen sein. What the fuck? Oh mein Gott! Das nenne ich meine Waffe. Das ist die Waffe. Der Leviathan. Und wir holen ihn uns, Monkey. Aber wie? Ich weiß wie. Großartig. Aber wo finden wir einen? Okay. Hier ist eine Konsole. Mal sehen, was ich finde. Warum ist der aber unter Wasser? Ich hoffe, es ist... Die U-Boote sind wohl in so einer Art Hangar. Der ist hinter dieser Tür. Ich will kein Unterwasserlevel. What the fuck? Bingo! Okay, mal sehen. Es läuft auf einer Art Schienensystem. Schau mal, die Schienen führen zu der Tür. Das muss die Luftschleuse sein. Wir müssen das U-Boot da runterbringen und die Tür aufmachen. Okay, ich markiere mal die Türsteuerung. Null Problemo. Mit Computern kenne ich mich voll aus. Überlass das nur mir. Okay, holen wir uns erstmal die Looms da an der Ecke. Oh.
da komme ich ja jetzt so nicht rüber. Außer... Okay. Pixie, was machst du da? Oh, Monkey, halt ihn auf! Er ist auf die Wand drauf! Zu spät. Toll. Okay, keine Panik. Machen wir es auf die altmodische. Ich benutze Sprengstoff, um die Türen wegzupusten. Monkey, richte das Boot aus, damit es durchkommt. Hört sich gut an. Mal sehen, was ich mit der Steuerung anstellen kann. Also, ich kann es einschalten und die Richtung wählen. Aber es bewegt sich alles zur selben Zeit. Monkey, dann musst du alles genau ausrichten. Okay, gib Gas. Kollisionsalarm. Das U-Boot ist blockiert, aber warte mal. Da ist eine Art Drehsystem auf jeder Seite des Raums. Damit kannst du die Wagen herumdrehen. Ach du Gott. Wie komme ich da jetzt hin? Finden wir das am besten mal in der nächsten Folge raus. Spitze bedanke mich. Bis dann.